meine erste Frage auch an Sie. Glauben Sie, Ihrem berühmten Verwandten ähnlich zu sehen? Ja. Jetzt, wo geht's weiter? Ihr habt alle Rachmaninoff. Fangen wir vorne an bei meinem Beispiel. Also, Ihr berühmter Verwandter war sicher Musiker. Nein. War er denn ein Mann? Nein. Das war nein. War sie adelig? Nein. Lebte sie in den USA? Nein. Lebte sie in Deutschland? Nein. Es klingt so brutal. Ja. Wir haben noch zwei zur Wahl. Schweiz? Nein. Aber in Europa? Nein. Jetzt müsst ihr uns vielleicht der Lotse ein bisschen helfen, oder? Nein, ich finde, die sollen einfach mal ein bisschen warten. Sollen sie mal einfach... Bin ich dran? Ja, Sie sind dran. Ist sie denn berühmt geworden durch sich selbst oder weil sie mit oder dürfen Sie eigentlich nicht fragen, weil da kann er nicht gleichzeitig sie, Nein und Ja drücken. Ist sie durch sich selbst berühmt geworden? Ja. War sie eine Künstlerin? Ja. Und jetzt hilft uns der Lotse. Sie hat einmal gesagt, ich bin nur ein Spatz. War sie eine Sängerin? Ja. Ich, ein Spatz, dann denke ich an Edith Piaf, aber... Das war ja nicht in Europa. Nein, deshalb. Ja. Die war es nicht. Ja, ja. Der Spatz war es nicht. Ein anderer Spatz. In Lateinamerika? Ja. Lotse? Sie hat ein Buch geschrieben, das die höchste Auflage erreichte, die jemals ein Buch in dieser Sprache hatte. War das Buch in spanischer Sprache? Ja. War sie auch Schriftstellerin? Nein. Der Lotse hilft. Sie war Sängerin, das erwähnt. Mhm. Sie war Schauspielerin, sie war Kämpferin, Reformerin. Radiosprecherin. Evita Perón? Ja! Ja. Und bei uns ist heute Ihr Sohn Carlos Perón. Bevor wir das Geheimnis seiner Sprachlosigkeit lüften, möchte ich dem Lotsen das Wort erteilen. Wenn man am Ende dieses Jahrhunderts die Frage stellen wird, welche Personen das Bild Südamerikas in diesem 20. Jahrhundert geprägt haben, dann wird neben dem Namen Fidel Castro sicherlich der Name Evita Perón genannt werden. Sie war gerade einmal 33 Jahre alt, als sie am 27. Juli 1952 in Buenos Aires an Krebs starb. Aber innerhalb von 8 Jahren hatte sie zuvor ihr Heimatland Argentinien total verändert, war selber zu einem Mythos geworden, zu einem Nationalsymbol, dessen Strahlkraft weit über ihren Tod hinausreichte. Eva Perón war Tochter eines Landwirtes, aber sie war unglaublich ehrgeizig und sie hatte nur ein Ziel, sie wollte Schauspielerin, sie wollte berühmt werden, sie wollte an die Spitze in ihrem Land kommen. Durch Filme und vor allem als Sängerin und Sprecherin von Radio Belgrano wird sie schnell bekannt. 1944 lernt sie dann bei einer Kundgebung den obersten Perón kennen. Der war zuvor im Auftrag seiner Regierung in Europa gewesen und hatte sich speziell die sozialen Komponenten der Politik Hitlers und Mussolinis anschauen sollen. Aus dem Zufallstreffen wird eine Liebesgeschichte, eine Ehe, in der Evita schnell den mächtigeren Part spielt. Als ihr Mann, inzwischen Kriegsminister, nach einem Umsturzversuch verhaftet wird,
entfesselt sie erfolgreich einen Generalstreik für seine Freilassung. Juan Perón wird Regierungschef, später Präsident. Evita kämpft an seiner Seite für die Besitzlosen, die Hemdlosen, die Descamisados, wie die Spanier das nennen. Sie lässt Sanatorien, sie lässt Krankenhäuser bauen, Kindergärten und Altersheime. Eine für Südamerika beispiellose Sozialpolitik hilft den Perons zu unglaublicher Popularität, aber bei all dem darf man nicht vergessen, was diese Perons entfalteten in Argentinien, war eine perfekte Diktatur. Und dann bricht 1951 Evitas Krankheit aus, nur noch Drogen können die Schmerzen dämpfen. Am 27. Juli 1952 stirbt sie und im Gegensatz zu dem Song aus dem Musical Don't Cry For Me Argentina, weine nicht um mich Argentinien, bricht dieses Land in eine unfassbare kollektive Trauer, fast in eine Massenpsychose aus. Ihr Mann, ihr Witwer, wird 1945 gestürzt, er exiliert. Mit ihm verschwindet auch der Leichnam von Evita Perón über viele Jahre. Unter anderem deshalb, weil die Militärs in Argentinien befürchten, an ihrem Grabe könne sich ein neuer Peronismus entzünden. Der kommt auch später, mit 10 Jahren Verzögerung. Aber das ist eine andere Geschichte, für die der heutige Abend nicht reicht. Die Musik am Anfang war von Astor Piazzolla Tristango. Danke. Carlos Perón, wir haben bereits bemerkt, dass Sie Musiker sind, dass Sie ein Musiker sind, der auch Verständnis für Gags hat. Und es war seine Idee, Sie mit dem Musikstück oder mit dem Musikinstrument die Antworten zu liefern. Sie sind nicht in Argentinien aufgewachsen, sondern in der Schweiz. Wie kommt das? Genau, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, genauer gesagt in Einsiedeln. Und ich habe erst mit 18 vernommen, dass ich der einzig legitim noch lebende Nachfahre Evita Perons bin, durch einen argentinischen Rechtsanwalt, der mir eine Testamenteröffnung vorgelesen hat von Evita. Und das war damals für mich ein großer Schock, weil ich habe keine Ahnung gehabt, dass ich quasi ein uneheliches Kind bin. Und so bin ich dann in diese Sache mit diesem Namen hineingekommen und ich habe mich dann entschlossen, diesen Namen zu nutzen, obwohl ich eigentlich mit der ganzen Politik, die damit verbunden ist, mit dem Diktatorenstatus und eigentlich überhaupt nichts am Hut habe, aber im Showbusiness ist das sehr interessant, diesen Namen zu tragen und wie die Reaktionen jeweils sind mit den Leuten, ist das auch sehr provozierend und sehr gegensätzliche Reaktionen gibt es da. Herr Perón, haben Sie denn vor Ihrem 18. Lebensjahr, Sie haben ja schon erzählt, Sie haben auch Carlos geheißen, genau. Also nicht Carli oder irgend so etwas, haben Sie denn auch Perón geheißen? Oder nein. Trugen Sie den Namen Ihrer Pflegeeltern? Ich habe einen Namen der Pflegeeltern getragen und konnte dann anlässlich dieser Testamentseröffnung diesen Namen übernehmen. Ich hätte ihn auch ablehnen können. Ja. Und mein Schweizer Namen, Haldimann. Hätte ich tragen können, wenn ich hätte wollen, aber ich habe das abgelehnt und habe mich für diesen Weg entschieden. Wobei wir also hier öffentlich festhalten wollen, dass Haldimann auch ein sehr schöner Name ist. Das ist ein super Name. Ja. Hatten Sie, als Sie das erfahren haben mit 18 Jahren, hatten Sie überhaupt einen Begriff, wer Ihre Mutter gewesen ist? Ich hatte eigentlich nur so vom Hörensagen von den Ereignissen so gehört, dass so die älteren Leute, die haben sowas erzählt, irgendwie auch schwärmerisch mir. Das war alles immer so ein bisschen verklärt. Und dann das Argentinien, das Große und die Rinderherden und so. Aber ich selber habe eigentlich überhaupt echt erst im 18. Lebensjahr davon Kenntnis gekriegt. Und für mich war das ein Schock. Ich habe also 2-3 Jahre gebraucht, um überhaupt mich im Leben wieder zurechtzufinden und musste da auch ärztlichen Beistand haben, um mich da wieder zurechtzufinden. Das habe ich dann überwunden, dank dieses großzügigen Legates, das ich auch gekriegt habe von der argentinischen Regierung über den Klerus. Und das hat mir dann eigentlich meinen neuen Lebensweg ermöglicht.
Hat es Sie dann interessiert, wer die Mutter gewesen ist? Ich meine, haben Sie sich angefangen zu informieren über Ihre Biografie? Oder ist Habe ich nicht, habe ich bewusst nicht gemacht, weil ich der Schock war eigentlich so tief, dass diese Eltern, die ich eigentlich hatte damals, ja, dass die nicht jetzt die Eltern sind, sondern jemand anders und mit einer Beziehung, wo ich ja nicht weiß, wer der Vater ist, dass ich mich darum nicht drum gekümmert habe und auch nicht werde. Haben die Eltern, Herr und Frau Haldimann, haben die gewusst, wer sie sind? Die wussten das, ja. Haben Aber die gesagt? Haben Schweigepflicht. Das leben die noch? Die leben noch. Bravo, ich finde, das ist auch nicht ganz einfach, was die gemacht haben. Das ging eben mit dem Klerus in einem Händeaufwasch oder eine Hand wäscht die andere sozusagen katholisch und das war halt so eine Auflage und die haben das mitgemacht. Sie sagten, dass Sie sich dann entschlossen haben, also den Namen zu akzeptieren, dazu zu stehen und dass Sie sich gesagt haben, als Musiker im Showbusiness kann mir das nun helfen. Ich glaube, wir sollten jetzt zuerst einmal ein Wort darüber reden, was für eine Art von Musik Sie machen. Können wir etwas hören? Ja, wir haben klar was da zusammengestellt, was wie der Zufall so will. Wie der Zufall so will. Vielleicht können wir das mal hören. Ja, ich habe was zwei, drei Worte vielleicht dazu. Das ist eine Hymne aus dem alten Engadin, die ich umgeschrieben habe für Computer. Und das Lied heißt Adieu Alain Jardina. Und ich habe ja sehr lange im Engadin St. Moritz so gelebt. Don't cry for me, Angelina. Genau, ja. Und das habe ich ja anlässlich der 700-Jahr-Feier für die Schweiz, habe ich das Geschenk. Gut, dann hören wir uns das mal an. Bevor wir über die Musik reden, würde ich sagen, für uns reifere Jahrgänge, die ja vielleicht auch zuschauen, was genau ist das? Also das ist so ein Billig-Sampling-Keyboard, sagt man dem. Das kostet irgendwie 120 Mark und das ist so für Kinder zum Üben. Da kann man reinhusten und dann kann man sich selber spielen, die eigenen Klänge, die man reingibt. Also man kann rülpsen, husten, pfeifen. Und mit dem kann man dann harmonisch spielen. Sie arbeiten viel mit sowas? Ja, also mit dem, das habe ich immer in den Studios dabei, um den Tontechniker bei Laune zu halten, also mach vorwärts oder so. Das kommt dann so im Hintergrund, rufe ich das aus, dass ich meine Stimmbänder schone. Aber im Studio arbeite ich natürlich dann mit anderen, besseren Geräten. Das ist ein 8-Bit-Teil. Das hat auch dieses Schnarren drin und das ist auch zum Beispiel bei uns in der Musik ein Stilmittel. Aber sonst, die Musik, die wir jetzt da gehört haben, die kommt natürlich von großen Samplern, die stereophonisch 16-Bit funktionieren. Es gibt eine Band, die nicht nur in der Schweiz, sondern ich glaube weltweit sehr berühmt ist, Yellow. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie das mitgegründet? Genau, das ist Yellow, also ohne W. Das habe ich Ende der 70er Jahre, habe ich dieses Projekt erfunden und gegründet und auf die Beine gestellt und eigentlich die Pionierarbeit dazu geleistet. Und das habe ich bis 85 mitgemacht im Trio und dann habe ich mich solo betätigt. Haben Sie Krach gekriegt mit den anderen? Nein, das ist nicht, das ist einfach unvereinbar. Bei mir ist es so, ich komponiere Texte, produziere. Und die Aufgabenteilung in Yellow ist so, da produziert einer, da textet einer und einer macht Videos und ich mache eigentlich alles miteinander. Und wenn jetzt irgendwie alle drei, kommt der Spruch, zu viele Köche verderben den Brei. Und Yellow ist ja auch so nach dem dritten Album eher kommerzieller geworden, also mehr Richtung Modern Talking, ein bisschen Avantgarde angehaucht.
Und das ist eben nicht so meine Welt in dem Sinn, weil ich bin doch mehr in der Avantgarde verhaftet als im Kommerzbereich. Ich will auch nicht Platten verkaufen, um riesige Umsätze zu haben, wie irgendwelche andere sogenannte Schallplatten. Sie sind froh, wenn nur wenige verkauft werden. Ja, wir haben so... Wir haben sogar, wir machen jeweils Wetten mit gewissen Projekten, wo wir sagen, mehr als 1000 dürfen nicht verkauft werden, weil da sonst das Image schädigt. Was mich sehr interessiert, also Sie haben sich entschlossen, also den Namen Perron, die ganze Sache zu akzeptieren, mit dem klaren, coolen Gedanken, das kann mir im Showbusiness helfen. Ist die Rechnung bis jetzt aufgegangen? Nützt Ihnen der Name etwas? Also auf jeden Fall, gut, in Europa... Ist es jetzt nicht so, da schreiben viele Leute meinen Namen mit 2 R, also es heißt dann Bahnsteig. In Amerika und in England ist das was ganz anderes, da sagt man, ah, wow, what's about Evita? Da werde ich immer gleich angesprochen und da ist man immer gleich im Gespräch. You say it's my mother. Genau, und dann geht Komm die zweite herein, Tür schon auf und dann ist man auch schon irgendwie in der... VIP-Lounge drin, wo dann der Whisky serviert wird oder so. Also in Europa eigentlich nicht, in Italien ist das wieder was anderes, in Spanien sowieso, also ich meine, da muss ich immer schauen. Kommt nie Ablehnung, weil Sie ja die Gattin eines Diktators waren. Nur Verehrung. Also ich verkehre auch nicht in, sagen wir, linksextremistischen Kreisen oder rechtsextremistischen Kreisen, also... Schön an der Mainstream. Es ist eigentlich, wie man bei der Musik sagt. Ja. Sie haben mir erzählt, dass Sie, ich glaube, nächstes Jahr oder auf jeden Fall in der Zukunft in Argentinien, in Buenos Aires etwas machen wollen. Ja, ich hab da ein altes, heruntergekrachtes Haus. Geerbt. Ja. Und ich mache eine LP, die heißt 1 Million Flavors und die wird im Zusammenhang mit einem Parfum, das ich kreiert habe, das heißt Carlos Perón Paramacho. wird das lanciert und ich habe den Plan, dass ich eine Party mache in diesem Haus in Buenos Aires und die europäische Journey mit dem Jumbojet dort einfliege. Und ich präsentiere dann da so abgetakelte Landadlige und ehemalige Staatsbedienstete, die man rausgeschmissen hat und so, und macht da so ein folkloristisches Fest. Sie laden also die abgetakelten Adeligen, wenn die alt genug sind, haben die ihre Mutter schon nicht gemocht. Aber ich mache eine Wette mit Ihnen, dass wenn Sie da drüben sind, dass irgendwelche Leute zu Ihnen kommen und sagen, Sie müssen in die Politik einsteigen und Sie müssen der Nuevo Leader, oder wie man das nennt, Maximo in Argentinien Leader werden. Ja, ist das eine Versuchung für Sie? Überhaupt nicht. Also, gratuliere, Gott sei Dank. Das ist für mich genauso uninteressant, wie sagen wir, irgendwie eine Hamburger Kette zu erben oder so, also sagen McDonald's oder ich verstehe. Also Ihr Ziel ist und bleibt die Musik und der Name soll ein bisschen helfen. Genau, ja. Okay, ja. Dann kann ich nur sagen, auf Wiedersehen, Herr Bahnhof oder Herr Bahnsteig. Ja, komm. Ganz nett, dass Sie gekommen sind. Wiedersehen.